Und herzlich willkommen zu Businesslust. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich ein Thema, was vielleicht einige schon gehört haben, andere wieder nicht. Aber ich habe schon die ganze Zeit ein Fläschchen hier neben mir stehen gehabt, was ich machen wollte. Und gestern hatte ich ein Gespräch mit einer guten Bekannten und die erzählte mir von der Spülung, die sie immer macht. Und zwar die Spülung im Mund mit dem Öl, also das Öl ziehen, das Öl spülen oder wie auch immer mal Öl kauen, nennt man es auch, ja, im Mund, was man damit macht. Und habe ich gedacht, na, wenn das mal nicht wieder ein Wink des Schicksals war, also jetzt wirst du das mal tun. Jetzt zeige ich euch mal etwas unter anderem. Also es gibt ja von Hildegard von Bingen Öle, man sagt zum Ziehen. Man braucht auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Sonnenblumenöl. Manche sagen anderes Öl. Also es sollte immer Bio sein, sehr, sehr gut sein. Und ich zeige euch jetzt mal das Mundöl mit Kräutern im Einklang von Hildegard von Bingen. Das ist zum Ölziehen gedacht. Morgens vor dem Zähneputzen einen Kaffeelöffel im Mund kräftig verteilen. Nach 2 bis 3 Minuten ausspucken. Vor Gebrauch natürlich gut schütteln. So, und was ist hier drin? Also, hier ist Sonnenblumenöl drin, Schafgarbe, Veilchen und Galgant. Und die meisten wissen ja, dass die Hildegard von Bingen ganz viel und gern und auch mit Galgant ganz viele Sachen gemacht hat. Und da gibt es dann auch noch ein paar Filmchen zu, die kommen aber alle noch. Das ist jetzt hier zum Beispiel von Guts Miedel. Wenn ihr aber eingebt, irgendwo Hildegard von Bingen, dann kommt ganz viel. Da erzähle ich euch dann aber auch noch ein bisschen zu. So, also, das ist von Guts Miedel, die haben Hildegard-Produkte. Jetzt habe ich meinen Flyer, der lag jetzt unter den ganz vielen Büchern. Hildegard von Bingen. Und da gibt es natürlich ganz tolle Sachen. Und zwar gibt es auch einen Rundumschutz für die Zähne. Mund- und Zahnpflege, und erzähle ich euch auch gleich, was da so drin ist. Und wenn man sich damit wieder ein bisschen beschäftigt und ihr googelt ein bisschen, dann hat es auch wieder alles einen Sinn. Warum hat sie das gemacht? Natürlich gibt es auch heute andere Produkte, ganz viele, und die sind sicherlich auch gut. Aber jetzt habe ich das und das stelle ich euch vor. Warum macht man das denn überhaupt, dieses Mundziehen? Ja, das sind ja auch ganz viele Gegner, also Menschen, die sagen, das ist da alles Hokuspokus, ich putze mir meine Zähne und das ist alles gut. Ich hatte in einem Video schon mal erzählt gehabt, morgen früh, wenn ich aufstehe, dann nehme ich mir auf jeden Fall schon mal eine schöne Salbe Wasser in den Mund und dann, während ich den Toilettengang betätige, also wenn ich auf die Toilette gehe, nicht den Toilettengang betätige, dann lasse ich die ganze Zeit im Mund das Wasser schon mal und dann so, und dann ist es schon mal ein ganz anderer Speichel wie vorher, wenn ihr den ausspuckt. Also das könnt ihr ja mal testen, ne? Spuckt doch vorher einfach mal, bevor ihr das macht, ein bisschen Speichel zum Beispiel in die Toilette. Dann seht ihr, wie sieht der aus, ne? Und wenn der dann plötzlich längere Zeit mit dem Speichel im Mund mal, logischerweise, dann gibt es eben eine ganz andere Konsistenz. Und mit dem Ölziehen ist es nochmal ein bisschen anders. Das klassische Ölziehen, habe ich euch eben erklärt, wie man das macht. Das wird also so eine milchige Lösung im Mund. Das wird auch wie eine Pampe. Ne? Oder es gibt auch noch andere Ausdrücke, die möchte ich aber jetzt nicht so sagen. Also man schlürft und zieht. Das heißt, das geht dann immer so. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Rechts, links, überall. Warum macht man das denn? Also, dieses Öl nimmt dann alles, was im Speichel enthalten ist, die Stoffe auf, also vom ganzen Mund und vom Rachenraum. Das heißt, es kann sein, wenn ihr jetzt Halsschmerzen hättet oder die Mandeln, irgendwas ist so, ja, dann kann das sein, dass ihr durch dieses Ziehen und durch dieses Kauen, wie man es dann auch nennt, wenn man das ständig macht, dass man dadurch jegliche Bakterien
und schädlichen Keime aus der Mundhöhle mit rausbekommt. Und das macht das. Und das macht das natürlich, wenn ich das nur mit dem Wasser mache, nicht, weil, aber da geht auch schon ein ganzes Teil logischerweise mit raus. Wasser reinigt ja nur auch. Aber richtig haften tut es dann natürlich mit dem Öl, ganz klar. Und dann sagt man, sobald es nussig schmeckt, das Öl, also wenn ihr merkt, das kriegt plötzlich so einen nussigen Geschmack, dann ist es an der Zeit, dass man es ausspucken sollte und dann normal die Zähne putzt. Das sollte man eigentlich auch vorher machen, bevor man morgen früh schon sein erstes Glas Wasser trinkt. Rein theoretisch vom Kopf, ne? Weil ansonsten schluckt ihr ja ganz viele Dinge schon wieder mit runter, wenn ihr das erste macht. Aber das ist auch nicht immer so einfach. Also bei mir ist das auch mal ein bisschen anders. Das macht aber nichts. Es geht ja darum, dass ich euch das einfach mal erklärt habe oder gesagt habe. Und jetzt gibt es Menschen, die machen das bis zu 20 Minuten oder auch eine halbe Stunde. Also die sind dann nur am Kauen. Da muss man sich wirklich auch ablenken. Das kann man nicht die ganze Zeit nur machen, weil sonst blubbt das einem irgendwann mal raus. Also für mich ist diese Zeit nichts. Jeder, der das macht, finde ich ganz großartig. Aber das kann ich nicht. Und dann vielleicht ist es gut, wenn ihr nebenbei, keine Ahnung, bügelt, lest oder sowas. Also man muss die Zeit ja irgendwie rumkriegen. Und die ganze Zeit vorm Spiegel zu stehen, also 20 Minuten, eine halbe Stunde, ist schon enorm, ne? So, und was sagte Hildegard von Bingen denn im Anschluss? Also die sagt zum Beispiel, zeige ich euch mal, sie hat so eine Rebaschenzahncreme. Unter anderem. Es gibt natürlich mittlerweile ganz viele tolle Zahncremes, auch in den Reformhäusern schon, könnt ihr gucken, überall. Aber ihr müsst trotzdem mal drauf schauen, was drin ist. Also, wir brauchen keinen Fluorid, wir brauchen keinen Schäumer und solche Sachen. Und selbst gute Zahncremes, da findest du manchmal solche Dinge drin. Muss man wirklich gucken. So, mit Biokräutern, die Rebaschencreme. So bringen sie ihr Strahlen zum, ihr Lächeln zum Strahlen. Ja, so bringen sie zum Strahlen, alles andere auch. Die Rebaschencreme, und das ist wirklich die Asche der Weinrebe. Deswegen heißt die so. Reinigt Zähne gründlich und sanft. Sie ist eine weiße, zart schäumende Zahncreme mit einer besonders feinen Geschmacksnote. Die Rebaschenzahncreme überzeugt durch die bewährte Zusammensetzung aus dem Guten der Natur, den biologischen Extrakten der Kräuter wie Eisenkraut, Wermut, Vogelmiere, Myrrhe und eben Rebasche. Die Kräuter stärken das Zahnfleisch und schmecken einzigartig gut. Die Pflanzen wurden nach Rezepturen der Hildegard von Bingen ausgewählt und helfen, die Mundflora im natürlichen Gleichgewicht zu halten. Was ich da ganz wichtig nochmal zu erwähnen wäre, ist, dass Sie nicht starkes Pfefferminzöl auch nehmen. Es gibt ja viele Menschen, die reagieren auf starkes Pfefferminzöl. Sie haben dann die milde Krauseminze dazu genommen. Und regelmäßig sowas benutzt, soll es natürlich und wird es natürlich auch die Zähne bzw. den Mund vor vielen Dingen beschützen. So, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Sicherlich habt ihr eure eigenen Zahncremes, die ihr nutzt. Und aber schaut ruhig mal nach, ne? Was ist denn alles so drin in den Zahnputzmitteln? Und ich stelle euch dann auch noch mal eine ganz andere vor. Aber die ist gerade alle und die habe ich jetzt gerade nicht da. Von daher wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund oder werdet gesund.